Wir sind Pioniere des Geistes in diesem Klassenzimmer. Gelehrte und Philosophen. Was hat Shakespeare über die Pünktlichkeit gesagt? Besser 3 Stunden zu früh als 1 Minute zu spät. Ich möchte Ihnen ein letztes Gedankenexperiment vorschlagen. Wir stellen uns eine globale Katastrophe vor. Alle herhören bitte. Wir müssen in diesem Bunker hier Zuflucht suchen. Ein radioaktiver Zwischenfall. Um ihn zu überleben, müssen wir 1 Jahr in diesem Bunker bleiben, der so ausgestattet ist, dass er genau dieses 1 Jahr funktioniert. Wir sind 21 Personen, aber der Bunker ist nur für 10 ausgelegt. Das bedeutet, Sie müssen jetzt entscheiden, wer von Ihnen es wert ist, zu überleben. Jeder von Ihnen zieht jetzt willkürlich eine Karte aus dieser Box. Auf jeder steht ein Beruf. Basierend auf diesem Beruf werden Ihre Klassenkameraden darüber entscheiden, ob Sie in den Bunker dürfen. Ich bin ein Ökobauer. Bauingenieurin. Hafenspieler. Orthopädin. Soldatin. Ich veröffentliche Gedichte. Sie haben ein ausgesprochen kleines Zeitfenster, um zu entscheiden, wer in den Bunker darf. Ihr einziges Werkzeug, die Logik. War das grausamer, als die atomare Wolke seine Haut verbrennen zu lassen? Ich möchte ihn nicht im Bunker haben. Besser 3 Stunden zu früh als 1 Minute zu spät. Und wer sind Sie in dem Experiment? Ich bin der Joker. Keine Sorge, in der nächsten Runde werden Sie sich besser schlagen. Nächste Runde? Aber dieses Mal werden wir es anders machen. Ich würde gerne allein entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Petra, das ist nicht gut. In meiner Apokalypse ist jeder so viel wert wie der andere. Ich werde das nicht zulassen. Kommt da raus! Kommt raus! Sie können nicht auf mich schießen. Sie sind Pazifist. Ich mache eine Ausnahme. Wir würden leben. Kurz. Aber das wäre uns egal. Und wenn die Zeit zu sterben gekommen ist, werden wir nicht davonlaufen. Wir erwarten Sie. Das hat nichts mehr mit Philosophie zu tun. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie die menschliche Rasse aussterben lassen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, erschießen Sie mich. Weißt du, was Apokalypse eigentlich bedeutet? Das Enthüllen dessen, was vorher verborgen war. Der Weg aus der Dunkelheit.